Es tut mir wirklich leid, dass ich heute so komisch drauf bin. Ich bin heute wirklich ein bisschen so... Ja, das ist ja komisch drauf, aber jeder ist mal komisch drauf. Ja, weißt du, das ist ja okay, weil jeder darf sich auch mal komisch drauf fühlen und das auch dazu stehen und nicht verurteilt werden von der Gesellschaft. Und darum muss ich einfach sagen, dass ich so froh bin, dass ich die habe. Kony 2012. Der Sven ist leider nicht so fit, deswegen bin ich jetzt da ein bisschen aktiver als sonst. Und ich frage jetzt eine Frage, die wichtig ist. Entweder ihr erlebt nochmal Zick oder ihr werdet ab jetzt jeden Tag bis zu eurem Lebensende nur noch die Wahrheit können sagen, nie mehr lügen. Oder ihr arbeitet als eine menschliche Pinata. Für jeden, der nicht weiss, was eine Pinata ist, schlägt ein Buch auf ihr Hinterwäldler. Also die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Nämlich erstens, die menschliche Pinata sind, das ist einfach... Wer will schon gerne mit einem verdammten Baseballschläger geschlagen werden? Die zweite Option, die ganze Zeit immer die Wahrheit sagen, ist einfach auch voll. Es geht einfach natürlich nicht, dass man die ganze Zeit immer die Wahrheit sagen muss, weil man muss als Mensch zwischendurch wohl eine Notlüge machen können, weil sonst ist die Freundin doch die ganze Zeit hässlich auf einem. Also würde ich die Möglichkeit 3 nehmen, nämlich die ganze Sache nochmal wiederholen, weil dann würde ich einfach mit 13 meinen Eltern sagen, fuck you, und würde ausziehen und dann würde ich mein eigenes Business aufziehen, würde aus der Schule rausgehen, weil ich habe ja die ganze Schulbildung schon. Und würde Supermillionär mit etwa 18 werden und dann hätte ich das ganze Leben jetzt schon gewonnen und dann wäre ich nicht an dem verdammten Ort und wenn das so scheiß dumme Videos machen, so viele Fragen von Scheiße. Also ich würde als menschliche Pinata arbeiten wollen. Ich müsste nur noch über den Lohn verhandeln, aber okay. Und die Wahrheit erzählen, das tue ich sowieso immer. Ich lüge eigentlich nie, da kann man schon mal auslassen. Nochmal die Säcke erleben, ja, weiss nicht, ich bin nicht so der coolste gewesen, der Säcke. Muss ich nicht nochmal haben. Menschliche Pinata. Du erzählst immer die Wahrheit. Also, das ist der grösste Seich. Wirklich. Nächste Frage. Vom K-Star eingeschickt. Tut der Mike Lotzkowski blinzeln oder zwinkern? Also ich fände es mega lustig, wenn man daran denkt, dass er die ganze Zeit, wenn er blinzelt, zwinkert. Das heisst, jedes Mal, wenn er vor dem kleinen Mädchen ja, blinzelt, dann heisst es, er zwinkert sie an. Das heisst eigentlich, er ist so ein pädophiler, kleiner, grüner Ball-Zyklop. Und das wäre der grösste Plot-Twist in der Geschichte von Pixar-Filmen. Und alles das, was er im Film macht, nur deswegen macht, weil er auf das kleine Mädchen steht. Also ich sage, er zwinkert. Ich sage, er blinzelt, weil... Man kann nicht einfach alle Zyklopen unter Generalverdacht stellen, dass sie alle anzwinkern und pädophil sind. Er blinzelt! Er zwinkert nicht! Er blinzelt! Er ist kein Pädophile. Zücht meine Lieblingsanimationsgeschichte nicht durch den Dreck, Sven. Bitte nicht. Ich bin mit Monster AG aufgewachsen und ich will mit Monster AG sterben. Den Rest vom Leben in Slow Motion verbringen ab jetzt. Oder jeder redet vor dir über dich, als wärst du nicht rum. Würde dann alles um dich herum einfach in Slow Motion passieren und deine Gedanken aber immer noch in normal? Ja, Gedanken sind immer noch normal, aber der Rest, alles um dich herum, plus du bist in Slow Motion. Ja, dann würde ich sicher das Erste nehmen. Weißt du, wie geil ist das? Sorry. In Prüfungen hast du 3-mal so lange Zeit. Ich meine, logisch kannst du dann auch nur gleich schnell schreiben, wie du sonst schreiben könntest, aber dafür wirst du die ganze Zeit an dieser Prüfung können schreiben. Du hast in Unfällen, in Sachen, die dir passieren könnten, hast du immer 3-mal so viel Zeit, zum reagieren. Definitiv das Erste. Und das Zweite ist einfach beschissen. Easy question! Wäre es nicht ehrlich von Kollegen, wenn sie es dir ins Gesicht sagen, was das Problem ist, als nicht direkt sagen und dafür aber im Freundeskreis über die Jungen lästern? Sollten wahre Kollegen nicht wirklich sagen, was sie stört? Schlussendlich aber redet jeder über jeden hinter jedem Rücken, weil Menschen sind so. Zahlen eure Eltern, eure Kollegen zum Kollegen mit euch sein? Wir wissen es nicht. Vielleicht wissen sie ja nicht. Also diesmal hat mir das Geld. Diesen Monat hat sie einfach erstens Spesen. 5 Tage zu spät gezahlt. Zweitens hat sie meine Spesen nicht verrechnet. Egal, sie zahlt die, also bis mein Kollege. Das machen Kollegen nicht! Doch! Ja, das machen Kollegen. Für was oder wenn würdest du deine Seele verkaufen? Eingeschickt vom Satan. Vom Satan. Ohne Scheiß, vom Satan. Zeig, da muss ich jetzt gerade sehen, ist die wirklich vom Satan eingeschickt? Ist das so ein unterschwelliges Angebot vom Satan? Ihr seht es vielleicht nicht, aber es steht wirklich Satan drauf. Es muss vom Satan kommen. Puh, ich würde es für Fame machen. Ich würde alles für Fame machen. Ich würde meine Seele für Fame verkaufen. Punkt. Easy, dann muss ich das nicht machen. Dann kann ich einfach bei dir anklicken und dann dich so quasi von deinem Fame profitieren. Ich meine, Humor ist ja grundsätzlich von der Natur aus etwas, das polarisiert. Entweder es findet jemand lustig oder es findet jemand nicht lustig. Auch das viele Fragen. Es gibt Leute, die feiern zu ab und es gibt Leute, die schütteln auch nur den Kopf und fragen sich, hey, gebt euch doch einen Kopfschuss. Ich will meine Seele austauschen für einen Humor, der für alle kompatibel ist und dass ich der Meister von diesem Humor wäre. Und ultimativ würde ich so dann zum lustigsten Mensch auf der ganzen Erde aufsteigen.
Was ich aber leider nicht bin und darum habe ich halt den Wunsch. Ich sehe das halt langsam mit der Zeit so ein bisschen ein, dass das ganze Comedy-Ding eigentlich überhaupt nicht, gar nicht meins ist. Ja, er ist in einer Midlife-Crisis. Egal, die letzte, allerletzte Frage. Ist der Ratsch eigentlich als Troll geboren oder ist er erst zum Troll geworden? Oh, die Frage hat der Baseiderhook gestellt. Ich bin doch kein Troll, ich bin ein Mann von Kultur und ein Mann von der Philosophie. Ich bin ein Troll, wirklich. Mhm. Du bist so die Definition von einem Troll, das ist schon so. Wieso ich da ja gar nichts jetzt im Ernst? Ich mache gar nichts. Ja, doch. Dir ist scheißegal, du gehst hierher an die Leute und stellst die Fotze dumm her, dann laufst du weg und dir ist es scheißegal, wenn die Leute ihr Leben weiterführen im Eindruck, dass du eigentlich voll dumm bist, obwohl du es eigentlich nicht bist. Und das finde ich etwas vom Bemerkenswertesten. Die Frage ist viel zu gut, ich weiß nicht. Weil in meinen Augen bin ich eigentlich kein Troll. In meinen Augen bin ich ein ganz normaler Mensch. Ich mache ja auch nicht anders wie ihr. Ich meine, ich stehe am 8. Uhr auf, gehe spätestens am 9. Uhr ins Bett, mache 1-2 Stunden Workout pro Tag, oder, um ein bisschen fit zu sein, weil das muss einfach sein. Studiere dann auch noch über Gender Studies. Ich meine, das ist etwas, was jeder normale Mensch macht. Ich meine, heute könnte ein Mann sein, morgen könnte eine Frau sein, übermorgen könnte irgendetwas dazwischen sein. 76 Geschlechter gibt es. Da muss man einfach sich informieren und informiert sein, was man heute, morgen oder übermorgen will sein. Ich sage jetzt mal eins. Weil, ja, nein, wirklich sind. Ich mache mir Gedanken über so viele Sachen pro Tag. Ich meine, nur schon 9-11, wo ein Inside-Job war und die ersten Menschen, die das gemacht haben. Und auch nur schon politisch gesehen bin ich eher auf der ganz linken Seite. Ich bin linker als die ganz linken unter euch. Ich bin dafür, dass alle Güter umverteilt werden. Jeder soll gleich viel bekommen, jeder soll das gleiche Auto bekommen, egal wie hart er schafft oder egal wie faul er ist. Umwelttechnisch bin ich auch sehr auf der gleichen Seite wie der Normaldenkende. Ich meine, lieber kaufe ich die Avocado im Supermarkt, die importiert ist aus Puerto Rico und 5-6'000 Kilometer zurückgelegt hat und so einen grossen CO2-Ausstoß produziert hat, als dass ich ein Rüebli beim Bauern nebenan kaufe. Weil, come on, Rüebli ist doch einfach langweilig und out. Wer hat noch Rüebli im Salat? Niemand. Und jeder weiss, dass CO2 sowieso kein Faktor ist für den Treibhauseffekt. CO2 hat gar nichts damit zu tun, das weiß doch jeder normale Mensch, weiß doch, dass die Erderwärmung fake ist. Das ist meine Meinung, ich bin ein normaler Mensch, wie ihr auch. Ich bin überhaupt kein Troll, ich weiß nicht mehr, was es bedeutet. Danke. Wow.